So, da sind wir wieder. Und wir kämpfen uns mal weiter in der Richtung durch, denn das war so ziemlich die einzige Ecke, wo wir noch nicht waren. Abgesehen von dem Fitzel da und dem Fitzel. Aber das kann nicht wirklich viel sein, was da noch ist. Also schauen wir hier mal in die Ecke. Und wir sollten vorher ein Schild anziehen. So, oh, eine Killerkröte. Ah, da fällt mir auf, ich habe denen schon ziemlich viele Namen gegeben. Hm? Killerkröte, Godzilla-Kröte, was hatten wir noch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich glaube, da waren noch ein, zwei. Und die sind ja aber auch garstig, die haben viele Namen verdient. Genau, du, stirb. Oh, ist sogar schon fast tot. Ha. Na, also, so, überall Steine. Steine brauchen wir nicht, aber Mana-Tränke, die können wir gebrauchen bis zum geht nicht mehr. Drei Stück. Hat er was geflackert? Ah, Kiste. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Hm, drei Heiltränke sind auch nicht zu verachten. Natürlich wäre eine schicke Rüstung besser, aber muss hier auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Hm? So, ein Knopf. Der irgendwas... Oh, war der Teleporter schon vorher da? Nein, war nicht. Juhu, ich dachte, ich hätte den Teleporter endlich hinter mir gelassen. Also diese 3 Dutzend, 10.000, viel zu viele von letzter Folge. Aber ja. Du bist jetzt X. X hatten wir hoffentlich noch nicht. Okay. X-Ausgang. Oh, das ist wahrscheinlich einfach nur ein schneller Teleporter, wenn man von dem Ausgang wieder zurück will. Testen wir einfach mal. Jupp. Okay. Jetzt müssen wir noch da hin. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Einfach durch den großen Raum und dann nach Westen. Okay, das dürften wir hinkriegen. Und danach müssen wir überlegen, was wir machen. Weil hier weitergehen würde ich ungern. Obwohl, das konnten wir gar nicht, ne? Der Ausgang hier führt nach oben zu der Aussicht. Da konnten wir gar nicht weiter. Das heißt, wir können jetzt schön zurück durch den einen Dungeon. Oh. Achso, die kennen wir schon. Also ja, wir können wieder zurück zu dem einen Dungeon und dann können wir in diese Felsenfestung oder Felsfestung, wie auch immer die heißt. Oder vorher noch so ein, zwei Kleinigkeiten erledigen. Also es gibt immer noch die eine Tür in der Burg und die anderen Sachen, aber wie wichtig die sind, kann ich nicht sagen. Oh, dahinter sind Goblins, das ist schon mal schön. Die mag ich, die sterben schön schnell. Ey, wo kommst du denn her? Diese... Okay, ich habe einen neuen Namen. Ninja-Kröte. Genau, du bist eine Ninja-Kröte. Spawnst einfach so irgendwo auf dem Boden und schleichst dich an uns ran mit deinen 5 Tonnen. Ah, die hauen so übel zu, wenn sie mal treffen. Genau du. Guck zu, wie wir uns hochheilen. Na, 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 na. So. Jetzt machen wir das Ganze schön vorsichtig. Denn Papa will eine Weile spielen und nicht gleich wieder pausieren müssen. Stirb. Und stirb. Und stirb. Aber ja, neue Waffe wäre auch ganz schick. Also Prioritätenliste für Sachen, die wir in der Kiste finden könnten. Neue Rüstung, die gute Stats hat und gut aussieht. Und eine ordentliche neue Waffe. Weil wir haben nach der hier zwar schon mal eine gefunden, aber die hatte schlechtere Werte. Abgesehen von dem einen Punkt Beweglichkeit. Wobei ich nicht wirklich denke, dass ein Punkt Beweglichkeit so viel ausmacht. Aber naja. So. Hier sind ganz viele Gegenstände. Das sind doch bestimmt alles Truhen. Da wette ich drauf. Nein, eigentlich würde ich eher darauf wetten, dass das alles Steine sind oder Säulen. Na komm her, kleiner Goblin. Oh oh, viele Goblins. Und das sind Statuen anscheinend. Hm. Ja, die sterben wirklich schön schnell. Und du auch noch.
Hast du vielleicht noch einen Heiltrank für uns dabei? Na, Heiltrank, Heiltrank? Nö. Also es sind Statuen von einem sitzenden Mönch? Oh. Nee, das ist kein Mönch, das ist so ein Goblin. Okay, vielleicht gibt es ja Goblin-Mönche, aber... Also ist das so eine Art offene Kirche von den Goblins? Würde Sinn machen, denn wann immer Säulen oder Statuen so angeordnet sind, ist es meistens ein wichtiger Platz. Also irgendein Platz, der für Rituale benutzt wird oder der irgendeine andere wichtige Bedeutung für die Rasse hat. So. Oder Gemeinschaft oder was auch immer. Also, so würde ich meinen Thronsaal auch einrichten. Schön an den Seiten alle möglichen Statuen von mir und irgendwelche Goblin-Kriege das Ganze bekämpfen, beschützen. Ups, nicht wieder sterben, nur weil man zu viel schwafelt. Komm, schön hochheilen. Okay. So, dich noch und dann würden wir gerne mal erforschen, was hier jetzt wirklich ist. Noch mehr Statuen, ein Thron. Okay, mein Thron wäre schöner. Der wäre irgendwie aus Marmor oder so. Richtig schön groß. Aber nicht so ein Knochendingens. Es ist... Der ist auch komisch angelegt. Also der Thron hier und der Eingang zu der rechten vom Thron. Normalerweise geht man ja einen langen Gang lang. An den Seiten sind überall Statuen und ganz am Ende ist der Thron. Damit man sich halt schön klein vorkommt. Weil eine wichtige Person ganz hinten ist, die einen beobachtet den ganzen Weg über. Naja, sind halt Goblins. Haben keine Ahnung von psychologischer Kriegsführung. Die wollen bloß mit dem Schwert auf einen los und einen Köpfe einschlagen. Den Kopf einschlagen. Wir sind ja kein Ettin. Oh, das geht schon wieder ganz schön bergab. Ah, wir haben ja genug Mana-Tränke aufgesammelt. Heiltränke zwar auch, aber irgendwie bringen die Heiltränke nicht mehr wirklich viel. Ich meine, Heilung von uns macht uns zur Hälfte bis zu einem Dreiviertel wieder voll. Und so ein Heiltrank, das ist ein Witz, der macht gerade mal ein Zwölftel oder so. Und Ruhe. Stirb, stirb, stirb. So, das war's jetzt auf... Oh, da geht's auch noch weiter. Gucken wir erstmal in die Truhe. Eine Goldmünze. Noch eine Goldmünze. Oh, ein Block, der ist schon praktischer als eine Goldmünze. Denn irgendwie habe ich den Verdacht, selbst wenn wir jetzt noch Händler finden würden, der Goldmünzen haben will, hätten wir eh schon viel zu viele. Und so viele Gegenstände hat er gar nicht zum Verkauf. Noch eine... Jede Menge Goldmünzen und ein Trank der Stärke für 10 Sekunden oder was? Ja, nee. So. Ich sehe keine Veränderung. Jedenfalls nicht in der Nähe. Nö. Na gut. Dann nochmal die andere Druckplatte. Ah, okay. Und wieder zu. Stein. Vielleicht die andere? Ich will jetzt nicht wieder so einen Block verbraten müssen. Na gut, nehmen wir mal unseren Magiesack. Nimmt er auch nicht. Also ja, wir müssen wohl einen Block hier verbraten. Aber na gut, wir haben gerade einen gefunden und haben noch zwei im Sack, das passt schon. Wie jetzt? Ich muss zwei verballern? Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Na gut. Wehe, dahinter ist jetzt keine Rüstung oder so. Ha! Schlangenschuppenrüstung.
Ja, also besser als alles, was wir bisher gefunden haben, abgesehen von der Startrüstung. Ja, kurz Stats vergleichen. Also 30% weniger Schaden und 5% weniger Erdschaden. 30%, genau wie der andere auch, und verlangsamte Wirkung von Gift. Das ist doch mal praktisch. Also ja, das Hirschgeweih-Dingens kommt weg. Werfen konnte ich es leider nicht. Warum kann ich dich nicht werfen? Ah. Boah, da muss man ja super Feinarbeit leisten, um einen Gegenstand zu werfen. Ah, ja, auch komisch. So, stirb. Blöde Rüstung. Gut, Stock. Stock. Wir sehen aber ganz schön albern aus mit dieser Rüstung, dem Hut auf, dem Stock in der Hand und, ja. Ne? Ich glaube, dazu muss man nicht allzu viel sagen. Also jetzt noch ein Drachenhelm und ein richtiges Schild in der Hand, dann würde es gut aussehen, aber so sieht das aus, als hätte man Bud Spencer mit einer Echse gepaart. Hm. Na gut, das war's hier. Nee. Ah, okay. Irgendjemand hat in den Kommentaren mal geschrieben, ich vergesse immer Sachen in Kisten, sobald ich eine tolle Sache rausgeholt hatte. Ja, die Person hatte recht. So, hier hätten wir unseren Drachenhelm. Nein. Dieser dumme Hut ist immer noch besser. Egal. Ich will endlich mal einigermaßen okay aussehen. Scheiß auf die 5%. So. Hier sind wir jetzt durch, wenn ich das richtig sehe. Dann huschen wir doch mal zum Eingang. Also raus und rechts rum. Schön, schön. Noch ein Dungeon in der Tasche. Das Einzige, was wir hier gefunden haben, war, ich glaube, die Pfeife. Und das Horn. Oh, hier drin waren wir noch gar nicht. Ah, du bist jetzt Y. Und da unten ist auch noch ein Teleporter. Oh. Das ist nur eine Abkürzung? Hä? Das ist ja nicht mal eine wirklich weite Abkürzung. Testen wir mal. Gehen wir nochmal rein. Ja. Hm. Komisch. Also man spart den Weg. Ja. Muss ich nicht verstehen. Ich bin nur froh, dass wir einen Dungeon fertig haben und wir uns den nächsten vornehmen können. Und wir sind diesmal richtig gut vorbereitet. Ich meine, man sieht vor lauter Mana und Heiltränken gar kein Inventar mehr. So soll das sein. Jetzt noch ein paar Blöcke. Ein paar Gegengifte. Und dann wären wir echt gut ausgerüstet. Oh. Da geht es ja auch noch weiter. Hätte ich doch glatt übersehen. Was haben wir denn hier? Danke für dieses schöne Abschiedsgeschenk. Du Schlammschlampe. Ja, die werde ich nicht vermissen. Also allgemein vergiftende Gegner können mir echt gestohlen bleiben. Also es wäre ja nicht so schlimm, wenn es einen Gegengiftzauber geben würde. Oder einen Händler, der Gegengifttränke verkaufen würde oder so. Aber so ist es echt nervig. Na, mal gucken, wie viel die Rüstung jetzt genau bringt. Also auf der Rüstung stand drauf, es verlangsamt die Wirkung von Giften. Heißt das jetzt, dass wir die Rüstung nur anhaben brauchen und nach, keine Ahnung, 5 Minuten ist das Gift weg? Oder kriegen wir nur seltener Schaden? Oder weniger Schaden. Eins von den dreien wird es wohl sein. Hm. Kann man ja so ein halbes Auge drauf haben, wie oft er jetzt vor Schmerzen zusammenzuckt. Oh, da ist ein Dreh. Au, au, nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, Achtung, da ist ein Dreher. Ich kann mich nicht bewegen. Nochmal das Ganze. Och, nö. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ach ja, das passiert, wenn man nicht abspeichert. Aber gut, wir wissen jetzt, wo was ist. Wir müssen uns nochmal die Gegner durchprügeln. Das heißt, man spart auch ein bisschen Zeit. Aber trotzdem ärgerlich. Ich muss jetzt gleich nochmal sterben. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Du stirbst jetzt noch und dann speichern wir mal kurz ab.
So. Mann, Mann, Mann. Also ja, eigentlich könnte ich mir das Speichern jetzt sparen, aber na gut. 44 und wir sehen uns nächste Folge wieder.